Willkommen zu Frequent Trader TV. Heute wieder eine Folge Meilen Mittwoch, aber an einem Freitag und wenn ihr kein Kanalmitglied seid, an einem Samstag. Denn Kanalmitglieder ab Business Class können die News natürlich direkt sehen. Heute haben wir Themen für euch vorbereitet: Wyndham Hotels 15% Rabatt, natürlich Hotels, IHG Awards. Da gibt es auch wieder dreifache Punkte in bestimmten Hotels. Dann haben wir für euch noch First Class Deals ab Skandinavien. Ja, da gibt es billiger World of Hyatt Bonus Journeys. Die Anmeldung startet und Accor Plus Mitgliedschaft mit Rabatt 20 Nächte einfach so, weil man sich da angemeldet hat. Gehen wir alles drauf ein heute beim Meilenmittwoch an einem Freitag oder am Samstag, je nachdem, wann ihr guckt. Und wichtig an dieser Stelle natürlich: Kanal abonnieren, Glocke, Like da lassen und ganz einfach kommentieren. Oder kommt zu einem der Stammtische oder kommt nach Tallinn. Da können wir auch über Themen diskutieren. Und können gleich loslegen. Ne? Ja, können wir machen. Und zwar das erste Thema, was wir haben, ist Wyndham Hotels. Bei Wyndham Hotels ist es so, dass die ein neues Angebot haben mit 15% Rabatt. Wichtig ist, ihr müsst bis zum 5. April buchen. Aufenthalt kann bis zum 30. April sein. Das ist halt ein Brand-Wide-Discount, wie das Ganze so heißt. Funktioniert so, dass man fast in jedem Hotel damit den 15% Rabatt bekommt. Wichtig ist halt, wenn man es vorliest, dass man 15% bekommt und dass man natürlich den Book Now-Link eingibt und den Text Discount Save 15% Rate folgt. Das heißt also, dass man diese Rate auswählt. Aber natürlich denkt immer dran, dass nicht immer diese Rate die billigste sein muss, obwohl sie durchaus interessant war. Wichtig ist auch, dass bei dieser Rate keine Umbuchungsgebühren, schon keine Umbuchung möglich ist. Das heißt also, dass ihr auch gegen Gebühren nicht umbuchen könnt und damit quasi sicher sein solltet, dass ihr diese Reise auch antretet. Ganz wichtig. Ja. Auch habe ich von euch mitbekommen, es sind einige Leute von euch Accor-Freunde und deshalb gehen wir vorher nochmal auf IHG ein, ganz genau. Und zwar bei IHG ist es so, dass ihr Dreifachpunkte bekommt bei IHG und zwar aber nur bei Marken wie Avid, Even, Atwell Suites and Garner. Da gibt es dreifache Punkte vom 1. März bis zum 31. Mai 2024. Ihr müsst euch für die Promotion registrieren. Und dann gibt es auf jedem Stay, auf jeden Aufenthalt, also nicht Nacht, sondern Aufenthalt, die Punkte. Und dann kann man das natürlich mit diesen vier Marken kombinieren: Avid Hotels, Even Hotels, Atwell Suites und Garner. Also da seht ihr mal, dass es Angebote gibt. Die sind meistens zwar targetet, aber die sind so breit getargetet, dass ich die bei unseren Kunden bei allen fast gesehen habe. Außer bei mir selber, ja. Gut, wobei ich jetzt nicht ehrlicherweise Druck hätte, bei diesen Marken zu übernachten für die dreifachen Punkte. Aber wenn man dort übernachtet und da was machen will, dann sollte man da direkt schauen. Auch wollte ich euch einmal für die Promotion kurz das zeigen. Wo haben wir es denn hier? Da haben wir es. Da können wir das auch direkt euch auf die Augen geben. Und zwar ist das Angebot, wo ist denn das hier jetzt? Da ist es, da seht ihr es. Zack, warum macht das nicht? Oh, warte, er hat Unlock. Unlock, da müssen wir was machen. Er hat die Scene gelockt. Jetzt seht ihr es aber. Keine Ahnung, warum er es gemacht hat. Da seht ihr die Promotion und da seht ihr dann auch, dass es da dann diese Vorteile gibt. Hier nochmal für alle, die Avid sehen, das sind natürlich alles Hotels in dem Bereich Select Service und da dann etwas jünger und frischer. Atwell Suites ist zum Beispiel Spacious Suites, Food and Drinks to start and enjoy the day, enriching space made for coworking, relaxing and making new connections. Oder auch Garner. Alles halt wirklich von den 19 Marken eher diese im unteren Bereich, wie ihr seht. Nur so als Hinweis. So, und damit bin ich auch schon wieder direkt im Bild dabei. Wer von euch kennt Accor Plus?
gibt es in Asien als Mitgliedschaft. Spannende daran ist halt wirklich, dass man dort 20 Nächte bekommt. Ich gebe euch da mal auch natürlich was auf die Augen und da gehen wir dann direkt drauf ein. Man bekommt 20 Statusnächte, wenn man dort sich anmeldet. Und es ist für alle Accor Life Limitless Mitglieder 4.499 Punkte. Und ganz wichtig an dieser Stelle ist es, dass man natürlich hier sagen muss, 50% auf Essen. In über 20 Ländern gehe ich auch gleich auf die Länder nochmal ein. Dann die 20 Bonusnächte finde ich auch cool. Und wenn man das Ganze auch zahlen möchte, ist das äquivalent, also wer es in Zahlen haben möchte, 89 Euro, 97 US-Dollar oder aber dann die normale Rate wäre nämlich 225. Die Terms and Conditions, da können wir auch direkt drauf eingehen, die es hier gibt. Heißt also, das Angebot ist bis zum 9. März dort. Wichtig, dass man neues Accor Plus Mitglied ist, also dass ihr noch nicht angemeldet wart. Dann muss man 4.499 oder mehr Punkte haben und es ist nur für die Mitgliedschaft. Wichtig ist auch, dass man, ihr müsst die E-Mail-Credentials haben, also das heißt, ihr solltet die E-Mail-Adresse nehmen und ansonsten ist dort nicht mehr die Möglichkeit mit Punkten zu bezahlen. Also ihr seht das, was da passiert. Und eine Sache, die ich euch natürlich auch nicht vorenthalten möchte, ist bei diesen Geschichten so, dass diese Promotion halt meistens wirklich in asiatischen Ländern Sinn machen. Also diese jetzt zum Beispiel, weil man nämlich, wenn man sich das anguckt, das Accor Plus Angebot, die sind halt in Australien, in Fidschi, also wie heißt das so schön nochmal? Asia Pacific. Asia Pacific. Oder auch in Indonesien, New Zealand, aber auch in Vietnam, in Thailand und so weiter und so fort. Und um euch nochmal die Vorteile vorzukauen, damit das nochmal klarer ist, 25%, wenn man alleine speist, 50%, wenn man zu zweit speist, 33%, wenn man zu dritt speist. Also im Prinzip so ein bisschen wie Hyatt Gourmet Club vergleichbar. Und die 20 Elite-Nächte, die man halt bekommt, die Statusnächte, die man kostenlos bekommt, ist natürlich auch cool. Vor allem, wenn man sieht, dass das mit 225 Dollar normalerweise betitelt ist, jetzt sind es weniger als 100. Und interessant, oder? Für den, der bei Accor gerne übernachtet. Ich persönlich habe es für mich das Angebot nicht gemacht, weil es für mich nicht so interessant klang. Weil ich halt kein Accor-Fanboy bin. Ich bin eher ein Fanboy bei Hyatt. Und deshalb haben wir jetzt auch von Hyatt nochmal ein Reminder. Und zwar haben wir bei Hyatt den Reminder, dass es bei Hyatt eine Promotion gibt. Und zwar ist das die World Hyatt World World. Nee, Quatsch. World of Hyatt kann ich den Namen noch nicht mal richtig aussprechen. World of Hyatt Bonus Journeys mit 21.000 Punkten maximal und natürlich auch für die Kreditkarte hat extra Punkte und diese Promotion ist offen. Heißt also, man bekommt für drei qualifizierende Nächte 3.000 Punkte für 21 maximal für 21 Nächte. Heißt also 21 Nächte, die man dann halt teilt. Durch drei sind 7 Mal, könnte das dann machen, aber kann auch verschiedene Hotels sein. Das sind dann maximal 21.000 Punkte. Und was auch ganz spannend ist, ist, dass man dort, auch wenn man die amerikanische Kreditkarte einsetzt, und zwar die World of Hyatt Consumer and Business Kreditkarte, 1000 additional Bonuspunkt bekommt für jede 3 Nächte. Heißt also, dass man dann sogar 28.000 Punkte bekommt. Gut, das ist jetzt nichts, wo wir sagen, das ist jetzt richtig geilomat. Das ist jetzt nicht irgendwo in irgendeiner Art und Weise etwas, wo man viel bekommt. Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und besser als nichts, weil wir hatten ja anfangs auch Angst dieses Jahr, dass es keine World of Hyatt Promotion gab. Aber auch hier könnt ihr wieder kommentieren und sagen, was ihr davon haltet.
Jetzt kommt der Deal, so ein Deal, den wir haben, und das ist eine First Class ab Skandinavien. Da habe ich euch mal was vorbereitet, und zwar die GC Map und bei GC Map, bei der Great Circle Map, die ihr hier habt. Da seht ihr auch schon die Ziele. Ab Oslo zum Beispiel nach Dubai für 2700, alles First Class, über Zürich nach Singapur zum Beispiel, da sind wir dann bei gepflegten 3.990, 3.699 nach Johannesburg, dann zum Beispiel nach Shanghai 3.599, heißt also, da gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Und ihr seht auch die Entfernung, wenn man das weiteste nimmt, dann ist man sogar mit 14.584 Meilen dabei. Das wäre Singapur. Dann Hongkong sind nur 13.325, 12.195 sind es nach Johannesburg, dann 13.020 sind es nach Shanghai und nach Dubai sind es nur 7.705. Aber die Zeiten haben sich bei Lufthansa geändert. Heißt also, die Änderung ganz einfach ist, es macht keinen Unterschied mehr. Ihr kriegt für den Flug von Oslo nach Zürich, kriegt ihr die Punkte für die Business Class, sind 40, hin und zurück sind 80, dann ist es ein First Class Flug, nach außen sind 300 Punkte. Also bringen alle Flüge 680 Punkte. Das ist das Maximale, was ihr bekommen könnt. Und hatte ich den Preis gesagt für Hongkong. Hongkong war am teuersten übrigens mit 4.000, ein bisschen, 4.099 ungefähr ab Oslo. Und damit seht ihr halt, dass ihr für 2.600 genauso viele Punkte kriegt wie für 4.099 Euro. Nachteil der Geschichte, Prämienmeilen gibt es mehr, weil die werden ja berechnet nach dem Umsatz, den ihr macht und dem Status Multiplier. Aber ansonsten, wenn es um Prämien, wenn es um Statuspunkte geht, dann ist es wirklich Wumpe, da es alles von der Entfernung her gar nicht mehr zieht und zählt. Daran seht ihr, dass die Entfernung quasi, ob man 7.700 fliegt oder fast das Doppelte mit 13.325 nach Singapur, schon fast Wumpe. Und wenn der Weg das Ziel ist, dann kann man natürlich gerne nach Singapur fliegen. Was vom Preis her noch nicht mal das teuerste war, war nämlich nur 3.990, also, aber trotzdem 1.300 mehr, und ihr seht, wo es mit dem neuen Programm hingeht. Ihr könnt natürlich jetzt wie immer eure Kommentare unten schreiben. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Bin gespannt, was ihr dort noch für interessante Themen reinbringt. Und vor allem, wenn ihr Fragen, Sorgen, Ängste, Nöte habt, könnt ihr hier immer fragen. Wenn heute aus der Sendung etwas nicht klar war, immer gerne melden. Und ganz wichtig an dieser Stelle natürlich, Kanal abonnieren, Glocke, Like und Kanalmitgliedschaft. Ja. Und das war auch der Meilenmittwoch an einem Freitag. Oder wenn ihr erst Samstag schaut, weil ihr keine Mitgliedschaft habt, Samstag. Also, danke euch für eure Zeit und schön, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Und bis morgen, bis zur nächsten Sendung in Alter und in Frische. Und den Abspann, ich suche ihn wieder und da ist er. Also, bis dann, ciao.